Einen schönen guten Abend. Heute ist der 23. November 2023 und heute ist Donnerstag. Genau, draußen ist schon dunkel, ne? Ich war mir gerade die Suppe, die ich gestern gekocht habe. Ich habe Hunger und ich dachte mir so, ich esse ein bisschen und ich nehme so meine deutsches Blog auf. Und ich warte auf den Bus. Und das war schon ziemlich kalt draußen, ne? Regnend. Und heute, das war ziemlich kalt. Heute ist der letzte Tag von Herbst. Weil morgen geht die Temperatur einfach runter. Unser Winter fängt schon an hier in Deutschland. Immerhin, während der Zeit, die ich auf den Bus gewartet habe, dachte ich mir, dass ich kurz die Buchhandlung am Bahnhof beischauen kann. Und habe ich so ein Buch gekauft. Daniel Schreiber, sein neues Buch sei ein paar Tage erschienen. Das freut mich wirklich sehr. Da schon diese Zusammenfassung oder die Review von verschiedenen Autoren und Autorinnen auf der Zeitung gelesen. Das Buch heißt Die Zeit der Verluste, The Time of the Lost. Ich habe mittlerweile schon angefangen und ich bin gerade so auf der Seite 12 gelandet. Ich muss sagen, das ist wirklich sehr weich, sehr smooth, einfach so seine Worte zu lesen. Und es berührt mich wirklich sehr. Es beschrieb die Geschichte, und momentan ist seine Erinnerungen an seinen Vater, der gestorben war. Genau. So, ja, ich baue meine Suppe auf und lese ich gleich weiter. Bis ich müde bin, dann gehe ich ins Bett. So, ich bin schon negativ getestet von Covid seit gestern. Aber irgendwie, diese Huste, das macht immer noch. Es gibt kein Ende. Als ich heute draußen war, ich war bei WeWork gewesen, habe durch den Tag gearbeitet. Die meisten Leute, die in WeWork sind, alle husten auch, die meisten. Und auch auf der Straße, im Bus, im Zug. Ich glaube, momentan ist einfach so die Zeit dafür, ne? Alle husten überall. Genau. So, ich würde nur mit euch teilen, was war mein Highlight von heute ist. Naja, ein schönes Buch gekauft und lese ich gerade. Ich genieße momentan das wirklich sehr, dass ich mehrere deutsche Bücher lesen kann. Natürlich, es gibt immer noch andere Bücher auf Deutsch sind, die ich irgendwie schwierig finde. Es kam darauf an, was für eine Satzstruktur das ist oder in welchem Stil haben sie das geschrieben. Bei Daniel, ich finde, das war schön, weil es immer so auf den ersten Person geschrieben und es ist nicht im Präteritum geschrieben, sondern in Perfekt. Und das finde ich sehr angenehm, weil das ist wie normales Deutsch, wenn man so mit einer anderen auf der Straße oder im Alltag in eine andere reden. Das kann sein. Deswegen finde ich das wirklich sehr angenehm, um seine Worte durchzulesen. Natürlich muss ich mich konzentrieren, was genau in dem Text steht und was gerade da passiert. Aber trotzdem, ja, ich genieße das wirklich sehr. Also, ich halte euch auf den Laufenden und schönen Abend. Hasta luego, ciao, ciao, tschüss.